Dieses Buch sieht ziemlich alt aus. Ein Album mit 2D-Fotos. Wer mögen diese alten Leute sein? Wer mögen diese alten Leute sein? So, so, Mr. Bogdanov. Ich frage mich ernsthaft, wie du mit einem HDI von gerade mal 70 Leiter des Think Stores werden konntest. Das ist ein Zauberwürfel. Ich weiß noch, dass ich mich während des Unterrichts in fortgeschrittener Logik damit beschäftigt habe. Ha! Das ist nur ein einseitiger Zauberwürfel. Wenn man eine Seite gelöst hat, stimmen die anderen von selbst. Die habe ich schon in der 3. Klasse locker geschafft.
Kleinigkeit. Aber ich bin wohl etwas eingerostet. Moment mal, auf einer Seite befindet sich ein Muster. Ja, ich hab's. Ich sollte mich mal mit diesem Mr. Anderson befassen. PA, log dich in die GFSN-Erhebungsdatenbank ein und markiere Douglas Andersons Adresse auf meiner Navigationskarte. Oh, das gefällt mir besonders gut. Damit kann ich nichts mehr anfangen.
Es ist schon spät und ich bin erledigt. Zeit für den Heimweg. Werbung für das Safari Comedy Network. Den sehe ich mir eher selten an. Kam mit meinem monatlichen Reklamepaket. Das ist mein bester Freund. Alle Mineralien und Vitamine in dieser Pille sind perfekt auf meinen Körper abgestimmt. Die nehme ich täglich ein. Na, es ist toll, eine Bürgerin der Union zu sein. Meine kuscheligen Sessel. Ich brauche meine Hände nicht zu waschen. Dieses Kleid habe ich bei einem Räumungsverkauf in der Pyramide erstanden. Meine Bibliothek, auch bekannt als der Thron. Meine erfrischende Dusche. Dort verstaue ich meinen ganzen Krempel. All die kleinen Dinge, die sich in meinem Leben so angesammelt haben. Mein Lotterbett. Unglücklicherweise habe ich darin selten Gesellschaft. Ich wünschte, Sandra würde aufhören, mich damit aufzuziehen. Das ist das Standardliefersystem. Es liefert all meine Pakete. Ich brauche nichts von dem herumzuschleppen, was ich kaufe. Damit macht das Einkaufen noch viel mehr Spaß. Allerdings vergisst man dabei auch leicht, was man alles gekauft hat. Mein Holovision, mein bevorzugtes Unterhaltungsmedium. Hier ist das Neueste von Ihrem bevorzugten Nachrichtensender WXBG Adrianopolis, Ihre Verbindung zur Welt. Die Stadt erwachte mit der schockierenden Nachricht vom Tod eines prominenten Professors der Universität von Adrianopolis. Man fand Dr. Melvin Philip Spencer, einen führenden Historiker, tot in seiner Wohnung. Laut unseren Quellen beim GFSN-Zentrum für Frieden und Sicherheit hat ein nicht zugelassenes elektronisches Gerät Dr. Spencers frühzeitigen Unfalltod verursacht. Weder Art noch Ursprung des Gerätes wurden veröffentlicht. Jedoch mahnen die Behörden jeden Nutzer solcher verbotenen elektronischen Geräte, sich umgehend zur Untersuchung im Reha-Zentrum zu melden, da Lebensgefahr bestehen könnte. Sie betonen, dass solche Geräte irreparable Schäden des Gehirns, des Erbgutes und, wie im Fall Spencer, gar den Tod bewirken können. Weitere Nachrichten. Das sind ja schockierende Nachrichten. Zwei skandalöse Todesfälle innerhalb einer Woche. Sandra hat mir das Bild zum Tag der besten Freunde geschenkt. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Ich liebe meinen Ausblick auf die Pyramide. Er ist so beruhigend. Andererseits kommt jedes andere Haus oder Apartment der Stadt auch in diesen Genuss. Sie ist so angelegt, dass jedes Haus Pyramidenblick hat.
Was soll ich anziehen? Hallo Phoenix, wie geht's dir? Hi Sandra. Alles gut, aber ich bin gerade etwas im Stress. Ach wirklich? Hast du nicht mal einen Moment für deine beste Freundin? Klar doch. Tut mir leid. Was gibt's denn? Nichts. Treffen wir uns heute Abend? Na sicher. Es gibt auch viel zu quatschen. Echt? Naja, du weißt schon, dass mich der Tratsch aus der Akademie nicht so interessiert. Nein. Diesmal ist es anders. Ich erzähl dir alles heute Abend. So um 8 im Café? Klar. Bis dann, du Arbeitsbiene. Douglas D. Anderson,
Siebte Etage. Ich glaube nicht, dass ich da rein will. Ha, das ist es. Willkommen bei Douglas Andersons Anwaltskanzlei. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Phoenix Wallace vom Zentrum für Frieden und Sicherheit. Informiere Mr. Anderson, dass er Besuch hat. Officer Wallace, Sie haben zurzeit keinen gültigen Termin. Möchten Sie einen vereinbaren? Es geht um offizielle Friedensangelegenheiten. Bitte warten. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Treten Sie ein. Wow, Mr. Anderson. Mit einem HDI von 82 sind wir aber ein ganz dicker Fisch. Ich bin sicher, dass Sandra bereits ein Date mit Ihnen hatte. Wie könnte sie sich auch diesen roten Ferrari in ihrer Kollektion von HDI-80ern entgehen lassen? Eine Säule aus Licht. Ach, das ist so entspannend. Was für ein schönes Kunstwerk. Ich frage mich, wie es sich so bewegen kann. Es muss sehr wertvoll sein. Das muss Mr. Anderson sein. Guten Tag, Mr. Anderson. Ich bin Phoenix Wallace und Senior Officer vom Zentrum für Frieden und Sicherheit. Guten Tag. Nehmen Sie Platz, Officer Wallace. Ich nehme an, Sie sind wegen des Mordes an Mr. Bogdanov hier. Das ist richtig, Sir. Hätten Sie Zeit, mir ein paar Fragen über Mr. Bogdanov zu beantworten? Ja, aber bitte nur ein paar Fragen. Ich stehe sehr unter Zeitdruck. Worauf sind Sie spezialisiert? Mein Spezialgebiet ist internationaler Handel. Fordert die Arbeit Sie heraus? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was diese Frage mit Ihrer Untersuchung zu tun hat. Vielen Dank, dass Sie mich so kurzfristig empfangen, Mr. Anderson. Ich verspreche Ihnen, nicht zu viel von Ihrer wertvollen Zeit zu rauben. Mit Vergnügen. Was kann ich für Sie tun? Wussten Sie von Mr. Bogdanovs Reise nach Russland? Nein, er hat nichts von seinen Reiseplänen nach Russland erwähnt. Glauben Sie, er war aus geschäftlichen Gründen dort? Das ist sehr wahrscheinlich. Hat Mr. Bogdanov mit Ihnen über eventuelle Geschäftsinteressen in Russland gesprochen? Nein, hat er nicht. Aber er war auch noch nicht lange mein Mandant. Unsere Geschäftsbeziehung begann erst vor ein paar Monaten. Dann sind Sie nicht sicher, dass es eine Geschäftsreise war? Nein, bin ich nicht. Aber es ist, wie gesagt, sehr wahrscheinlich. Hat Mr. Bogdanov je seine Beziehungen zu anderen erwähnt? Hin und wieder nannte er ein paar Namen.
Erinnern Sie sich an einen dieser Namen? Ja, da wäre Miss Larissa Lukin. Was hat er über Miss Lukin gesagt? Dass sie seine Hauptsexpartnerin sei und dass sie sich seit 3 Jahren kennen würden. Fallen Ihnen noch andere, besondere Details bezüglich seiner Verbindung zu Miss Lukin ein? Nein, er ist nicht näher auf ihre Beziehung eingegangen. Fallen Ihnen noch weitere Namen ein? Er erwähnte des Öfteren seine Therapeutin, eine Miss Capello, und seinen Imageberater, Mr. Arnett. Mehr Namen fallen mir im Augenblick nicht ein. Ich sollte den Hinweisen, die Sie mir gegeben haben, nachgehen. Darf ich wiederkommen, falls ich noch Fragen habe? Natürlich. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. PA, log dich in die GFSN-Erhebungsdatenbank ein und markiere Larissa Lukins Adresse auf meiner Navigationskarte. Orte außerdem Dr. Capello und den Stilberater Roger Arnett und speichere auch deren Adressen. Meine erste Befragung. Ich bin ja so aufgeregt. Das ist Ingrid Valkoinen. Sie ist die Leiterin der Einwanderungsakademie. Hi, Ingrid. Hallo, Phoenix. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Und Ihnen? Sehr gut. Wie ist die Erfolgsquote der Einwanderungsbewerber zurzeit? Sie machen sich sehr gut. Wir können da aus dem Vollen schöpfen. Die meisten werden die GCAT-Tests dieses Jahr bestehen. Freut mich, dass Sie so gut ansprechen. Letztes Jahr war ja nicht so erfolgreich, nicht wahr? Nein, nicht so. Es sieht aber danach aus, als würde 2047 als eines der besten Jahre in die Geschichte eingehen. Ich muss jetzt anfangen. Diese Anzeigen machen den Befragungsprozess zu einem fehlerfreien Erlebnis. Rechts ist der Nervenimpulsdetektor und das Systeminterface. Sie zeigen mir an, ob die Person etwas anderes sagt, als sie denkt. Links ist die Anzeige für den Sicherheitskennwert. Jedes Mal, wenn jemand lügt, zieht der Computer automatisch Punkte ab. Falls der Stand die 70 unterschreitet, fällt der Antragsteller durch. Das muss Mr. Patel sein. Hallo, Mr. Patel. Mein Name ist Phoenix Wallace. Ich bin Senior Officer des Friedenszentrums und ich werde Ihre Sicherheitsbefragung durchführen. Wie geht es Ihnen heute? Danke, Officer Wallace. Mir geht es sehr gut. Und Ihnen? Sehr gut, vielen Dank. Ich werde Ihnen jetzt kurz die Vorgehensweise erläutern. Okay. Sie sind heute hier, weil Sie alle Prüfungen bestanden haben, die Sie benötigen, um Bürger der Weltunion werden zu können. Ich weiß. Ich habe alle Tests mit Bestnote bestanden. Ich werde der perfekte Unionsbürger sein. Wir werden sehen. Meine Aufgabe ist, Ihren Einbürgerungsantrag aus sicherheitstechnischer Sicht zu beurteilen. Oder einfach ausgedrückt, Sie werden prüfen, ob ich ein faules Ei bin oder nicht. Zwar würde ich solche Worte nicht benutzen, aber ja. Ich werde im Sinn der Sicherheit beurteilen, ob Sie in unsere Gesellschaft passen. Officer Wallace, ich bin Doktor der Medizin. Wir haben den gleichen hippokratischen Eid in der neuen erweiterten Fassung gemäß WAO geleistet, wie die Ärzte in der Weltunion. Und, Ich verstehe und respektiere das, Mr. Verzeihung, Dr. Patel. Aber diese Regeln gelten für alle Einwanderungsbewerber. Okay, schon gut. Dann lassen Sie uns anfangen.
Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Kindheit. Sie klingen wie ein freudianischer Psychiater. Ich dachte, seine psychologischen Theorien seien längst überholt. Nun, es stimmt, dass Sie seit Dr. Derek Fischers Studien in den 20ern überholt sind. Naja, Sie sind Arzt, Sie wissen das alles. Trotzdem muss ich Sie über Ihre Kindheit befragen. Wohl wahr. Ich war eins von 4 Kindern eines ehelichen Paares in Kalkutta. Und haben Ihre biologischen Eltern gearbeitet? Mein Vater ja. Meine Mutter hat es ausgemacht. Also arbeitete sie auch? Natürlich, in gewisser Weise schon. Was heißt in gewisser Weise? Sie sagten doch gerade, dass sie Häuser baute. Officer Wallace, das Ausmachen bedeutet, dass sie zu Hause blieb und sich um uns kümmerte. Oh, Sie meinen eine Hausfrau? Ja. Aha. Sie hatten also eine schöne Kindheit. Ja, ich denke schon. Mein Vater hatte eine hohe Stellung in der British East India Company. Nie davon gehört. Was machte diese Firma? Handel, Import-Export, eine sehr alte, traditionsreiche Firma. Ich glaube, sie existiert noch. Haben Sie sich gut mit Ihren Geschwistern vertragen? Natürlich. Nun, ja und nein. Was ist das für eine Antwort auf eine richtig oder falsch Frage? Lassen Sie es mich so ausdrücken. Manchmal vertrugen wir uns und manchmal stritten wir uns auch. Stritten? Mit Handgreiflichkeiten? Klar, aber in der Regel vertrugen wir uns. Na gut. Was möchten Sie in der Union als erstes tun? Natürlich einen guten Job finden. Ich wurde schon von vielen Ad-Anderen kontaktiert. Wirklich? Für welche Arbeit denn? Als Mediziner natürlich. Diverse Krankenhäuser warten auf meine Entscheidung. Tatsächlich? Ja, die Wahl wird mir sehr schwer fallen. Falls Sie diese Befragung bestehen, versteht sich. Ich werde, und Sie wissen das, Officer. Ich kenne den Ablauf. Selbst wenn Sie mich nicht mögen, können Sie mich nicht durchfallen lassen, weil der Computer meine Bewertung aufgrund meiner Antworten und Reaktionen bestimmt. Sind wir aber keck heute. Sie vergessen anscheinend, dass Sie meine Fragen beantworten. Keine Ihrer Fragen wird mir mehr Probleme bereiten, Officer. Glauben Sie ja nicht, dass Sie mich intellektuell herausfordern können. Wir werden sehen. Welches Karriereziel haben Sie sich für die Union gewählt? Ich bin Kardiologe. Dabei geht es um... das menschliche Herz und was dazugehört, Officer. Wollen Sie in Adrianopolis bleiben? Nein, ich möchte nach Nordamerika übersiedeln. Dort gibt es viele erstklassige Kliniken. Sie bevorzugen nicht die europäischen Kliniken? Oh, ich bin sicher, die sind genauso gut. Nur wollte ich schon immer in Amerika leben. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie man sagt. Was war das Schlimmste an der Einwanderungsakademie? Natürlich die Unterbringung. Was war daran nicht in Ordnung? Ich hatte einfach nicht genug Platz für mich. Und Ihre Zimmergenossen? Die waren in Ordnung. Mir gefiel außerdem nicht, dass ich mir meine Studienpartner nicht selbst aussuchen konnte. Sie mochten sie nicht. Oh, ich mochte sie schon. Aber sie waren nicht sonderlich brillant, finde ich. Manchmal verschwendeten sie nur meine Zeit. Inwiefern? Die Behandlung trivialer Dinge. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihn intellektuell überlegen waren? Das war ich in der Tat. Ich hörte, dass Sie an einem Aufstand beteiligt waren. Ja, das stimmt. Der größte Schandfleck in meinem Leben.
Warum haben Sie es getan? Ich kann es nur mit Massenhysterie erklären. So etwas kann man wissenschaftlich nicht erfassen. Haben Sie viel Böses getan? Ja, das habe ich. Haben Sie jemanden getötet? Ja. Was fühlten Sie, als Sie diese Person töteten? Nichts. Absolut nichts. Nur Leere. Ich glaube nicht, dass ich wusste, was ich da tat. Glauben Sie, dass Sie fähig wären, es nochmal zu tun? Was ist denn das für eine Frage? Eine ganz natürliche. Bitte antworten Sie. Auf keinen Fall. Es ist lange her und lag nur an dieser Massenhysterie. Verstehen Sie nicht? Doch schon. Ich sehe auch, dass Ihnen diese Erfahrung noch immer unangenehm ist. Was war wirklich der Grund für Ihre Verwicklung in diese Gräueltaten? Was wollen Sie damit sagen, Officer Wallis? Mich interessiert Ihre wahre Motivation dahinter. Wie ich schon sagte, es wäre Massenhysterie. Und so etwas kann man wissenschaftlich einfach nicht erfassen. Warum schlossen Sie sich diesen Leuten an? Wurden Sie gezwungen? Ja. Sie lügen. Ich meine, ich war... Sie waren was, Mr. Patel? Ich musste mitmachen. Warum mussten Sie das? Sie waren wie ein Rudel Wölfe. Ich hatte Angst. Ich dachte, ich wäre in Gefahr, wenn ich nicht mitmachen würde. Haben Sie es genossen? Genossen? Was reden Sie denn da? Ich fragte, ob Sie es genossen haben, jemanden zu töten. Nein, natürlich habe ich das nicht. Sie lügen. Was? Wie könnte ich lügen? Ich habe geschworen, Leben zu retten, nicht zu zerstören. Aber Sie haben ein Leben zerstört und ich glaube, dass Sie es genossen haben. Und wenn es so war? Sagen Sie es mir. War es so? Ja, irgendwie hatte es was. Ich kann es nicht leugnen. Es war fast wie Sex. Meine Güte, wie können Sie nur Mord mit Sex vergleichen? Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie Sex hatten, Officer Wallis? Natürlich tue ich das. Ihre Lebenseinstellung hat sich für immer verändert, oder? Kann ich eigentlich nicht behaupten. Dann haben Sie offensichtlich keine Ahnung von echtem Sex. Ich komme aus Indien und sexuelle Begegnungen haben bei uns eine lange Tradition. Okay, ich habe das Kamasutra auch gelesen. Was hat dieses Sexgerede mit Mord zu tun? Zunächst mal sind Kamasutra lesen und es verstehen zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn Sie echten Sex erleben, gibt es kein Zurück mehr. Danach ist alles andere gleich Null. Und mit Mord ist das auch nicht anders. Wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist, gibt es keine Rückkehr. Ich glaube nicht, dass Sie jemals verstehen werden, wovon ich hier rede, weil Sie nicht intelligent genug sind. Vielleicht nicht. Aber man muss auch kein Einstein sein, um zu erkennen, dass Sie unter einer schweren Psychose leiden. Und nur ein krankes Hirn kann angenehme Erinnerungen an einen kaltblütigen Mord haben. Sie sind ein echter Psycho, Mr. Patel. Sie werden es nie verstehen können. Und das muss ich auch nicht. Wissen Sie was, Mr. Patel? Ich kann Sie nicht ausstehen. Und der Computer auch nicht. Ihre Antworten auf meine Fragen sind der wissenschaftliche Beweis, dass Sie nicht im Entferntesten so weit sind, sich in unsere Gesellschaft einzugliedern. Ich erkläre hiermit offiziell Ihr Scheitern an dieser Sicherheitsbefragung. Außerdem ist Ihnen das Betreten aller Gebiete unter der Kontrolle der Weltunion auf Lebenszeit untersagt. Leben Sie wohl, Mr. Patel. Meine Güte, das war ja ein echter Psychopath. Du solltest stolz auf dich sein, Phoenix. Du hast verhindert, dass es dieser Abschaum in die Union schafft. Die Wohnung von Larissa Lukin. Willkommen bei der Wohnung von Larissa Lukin. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Phoenix Wallace vom Zentrum für Frieden und Sicherheit. Informieren Sie Miss Lukin, dass ich hier bin. Bitte warten. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Treten Sie ein.
Och, das ist ja wirklich süß. Dieser ganze altmodische Romantikkram verursacht mir eine Gänsehaut. Hey, habe ich nicht so ähnliche Puppen in Bogdanovs Haus gesehen? Vielleicht ist das ein neuer Trend. Das muss Miss Lukin sein. Hallo, Miss Lukin. Wer sehen Sie? Ich bin Senior Officer Phoenix Wallace vom Zentrum für Frieden und Sicherheit. Was kann ich für Sie tun, Officer Wallace? Ich möchte mit Ihnen über eine dringende Ermittlung sprechen. Ach, ich weiß nicht. Ich bin in tiefer Trauer. Vielleicht ein andermal. Ich verstehe Ihren Schmerz, Miss Lukin. Aber das Leben geht weiter. Und wir müssen schnell handeln, wenn wir die Verantwortlichen für diese barbarische Tat schnappen wollen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich glaube nicht, dass Sie meinen Schmerz verstehen. Und ich bin jetzt nicht in der Lage, mich politisch korrekt zu unterhalten. Bitte kommen Sie später wieder. Miss Lukin, ich verspreche, dass mir Ihr Verhalten nichts ausmacht. Es dauert nur ein paar Minuten. Gut, aber nur ein paar Minuten, ja? Ja, nur ein paar Fragen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke für Ihr Verständnis, Miss Lukin. Ich weiß das sehr zu schätzen. Gern geschehen, aber bitte machen Sie kurz. Ihr Akzent ist eigenartig. Woher stammen Sie? Ursprünglich aus Russland. Und Ihr Akzent ist immer noch so stark? Da, es fällt mir sehr schwer, ihn ganz abzulegen. Hatten Sie an der Akademie viele Freunde? Ein paar schon. Wir hatten kaum Zeit, Kontakte zu knüpfen. Ich lernte nur die aus meiner Gruppe kennen, wie Vasili. War es ein freundliches Umfeld? Eigentlich nicht. Man lehrte uns, dass Egoismus in der Natur des Menschen liegt und gut ist, dass Teamwork aber genauso wichtig ist und jedem zu einem Gewinner machen kann. Uns wurde auch gesagt, dass das überlegende System der Weltunion erst durch Teamwork und die Ausgewogenheit zwischen Egoismus und Teamwork möglich ist. Viele von den Novizen nahmen es mit dem Egoismus zu genau. Bei Gemeinschaftsaufgaben kooperierten sie einfach nicht. Ich weiß, was Sie meinen. Ich sehe das selbst jeden Tag. Wir leben hier wohl sicherer als in Russland, nicht wahr? Unbedingt. In Russland, man weiß nie, was als nächstes passiert. So schlimm also? Da, Gesetze sind dort bedeutungslos. Seit wann gingen Sie mit Mr. Bogdanov aus? Seit 3 Jahren. Direkt nachdem ich meinen Abschluss an der Einwanderungsakademie hatte. Dann sind Sie sich also zufällig begegnet? Nein, wir lernten uns an der Akademie kennen.
bestanden gemeinsam und gingen dann zusammen aus. Was könnte Mr. Bogdanov in Russland gemacht haben? Keine Ahnung. Das ist sehr wichtig für meine Ermittlung. Sind Sie sicher? Da. Ich habe keine Ahnung, was er da wollte. Erwähnte er je, dass er nach Russland zurück wollte? Nein. Meines Wissens hatte er absolut nicht die Absicht, zurückzukehren. Andererseits, wer weiß. War er nach seinem Abschluss an der Akademie je in Russland? Meines Wissens, nein. Wissen Sie, in welcher Branche Mr. Bogdanov in Russland tätig war? Meines Wissens hatte er mit der Beseitigung von nuklearen Abfällen zu tun. Wissen Sie, in Russland hat man große Probleme mit nuklearen Abfällen. Hörte ich, ja. Atomenergie ist eine so gefährliche und schädliche Energieform. Ich werde nie verstehen, warum die Schurkenstaaten noch daran festhalten. Wer weiß. Ich wuchs jedenfalls in Weißrussland auf und dort gab es nie solche Atomkatastrophen wie in der Ukraine. An der Akademie gibt es viele Russen, Weißrussen, Inder, Chinesen, sogar Araber. Aber Ukraine habe ich dann nie gesehen. Vielleicht haben sie den Gentest nicht bestanden. Ja, so ist es leider. Die meisten unserer ukrainischen Bewerber haben schwere Gendefekte. Fast immer liegt das an Genmutationen, verursacht durch Radioaktivität. Hauptsächlich vererbt von ihren Vorfahren. Haben Sie nach so vielen Jahren in Russland je an Rückkehr gedacht? Das ist ein Witz, oder? Ich habe viel durchgemacht, um hierher zu kommen. Warum sollte ich zurück wollen? Vielleicht vermissen Sie die Menschen, Orte, Freunde, frühere biologische Angehörige. Ich versichere Ihnen, ich vermisse dort niemanden. Auch nicht meine biologische Familie. Das ist sinnlos. Geht es hier um Mitleid, Selbstlosigkeit? Stellen Sie mich auf die Probe? Nein, keineswegs. Ich wollte mir nur ein Bild machen, sonst nichts. Wie dachte Mr. Bogdanov über Russland? Er nannte es das verfluchte Land. Er war überglücklich, als er die letzte Sicherheitsbefragung bestanden hatte. Wir wussten, dass wir jetzt alles bekommen, was man uns während der Akademiezeit versprochen hat. Alles, was versprochen wurde? Man erzählte uns im Unterricht von den Wundern und den schönen Dingen in der Union. Von unseren Schlafräumen konnten wir die Skyline von Adrianopolis sehen und vom Shopping in der prachtvollen Pyramide träumen. Glauben Sie mir, das war eindrucksvoller als ein Vollmond. Was denn? Die mächtige Pyramide von Adrianopolis natürlich, wie sie in der Ferne leuchtete. Na, dann sollten Sie sich mal die in Washington D.C. ansehen. Vasili und ich hatten vor, nächstes Jahr hinzufahren. Ich glaube, Sie sollten jetzt gehen, Officer Wallis. Ich fühle mich nicht gut. Oh, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht aufregen. Ich werde gehen, wenn Sie möchten. Das wäre sehr nett von Ihnen, meine Liebe. Okay. Können wir später weitermachen? Sicher, wenn ich mir dann ein bisschen besser fühle. Sprechen Sie doch mit Ihrem Therapeuten, damit es leichter wird. Mach ich. Wiedersehen, Miss Lukin. Könnten Sie nächstes Mal vorher anrufen? Natürlich. Sie werden sie kriegen, nicht wahr? Das werden wir ganz bestimmt. Arme Frau. In ihrer Situation muss sie es sehr schwer haben. Ich kann mir nicht mal annähernd vorstellen, was sie wohl durchmachen muss. Ich denke, ich habe sie korrekt behandelt.
Was soll ich anziehen? Ich habe Pläne für heute Abend. Ich kann doch nicht ins Bett gehen. Was soll ich anziehen? Ich muss Gas geben, sonst komme ich zu spät zu meinem Treffen mit Sandra. Hi, Sandra. Hey, hallo, Kleines. Wie läuft's, Miss Marple? Ach, hör auf, mich so zu nennen. Ich bin kein Privatdetektiv. Kopf hoch, Phoebe. Ich zieh dich doch nur auf. Im Ernst, wie geht's dir? Mir ist schon schwindelig. Heute ist zu viel passiert. Schwindelig? Wahrscheinlich hast du dir eine üble Krankheit von einem dieser Einwanderer bei euch eingefangen. Ach, du bist geschmacklos. Alle Einwanderungsbewerber werden dekontaminiert, bevor sie das Gelände betreten. Die sind mit Sicherheit sauberer als wir. Das glaubst du nicht wirklich, oder? Sandra, jetzt hör schon auf. Sandra, ich habe was völlig Abgedrehtes gesehen. Ich glaube immer noch nicht, was ich gesehen habe. Lass mich raten. Eine von deinen schmierigen Einwanderern auf dem Cover von Cosmo Online? Nein, Sandra. Kannst du nicht mal für eine Minute ernst sein? Ich würde dir gern was mitteilen. Oh, ich find's toll, wenn du so in die Defensive gehst. Also schieß los. Was hast du gesehen? Ich habe einen der Einwanderungsstudenten auf der Unionsseite des Akademieparks gesehen. Und weil er dort natürlich nichts zu suchen hatte, habe ich ihn verfolgt. Und als ich ihn beinahe hatte, ist er einfach so durch ein eisernes Tor spaziert. Und? Bist du dann auch durch das Eisentor gegangen? Nicht wirklich. Ich bin gegen das Tor geknallt und auf dem Hintern gelandet. Oh, armer Schatz. Das wird dich lehren, nicht mit bewusstseinsverändernden Drogen und Alkohol herumzuspielen. Ja. Besten Dank für deine Unterstützung, Sandra. Du glaubst nicht, was für ein Fall mir zugeteilt worden ist. Wie, noch so ein schmieriger Irrer, der versucht, in die Weltunion zu kommen? Nichts dergleichen. Dieser Fall ist viel faszinierender. Faszinierend? Klingt geheimnisvoll. Kann die Details kaum erwarten. Ich muss einen Mordfall lösen. Ein Mord? Du machst wohl Witze. Würde ich Witze über einen Mord machen? Ach komm, du hast mich schon öfters auf den Arm genommen. Moment, das ist dein Ernst, oder? Natürlich ist es das. Aber ich habe nichts über einen Mord in den Nachrichten gehört. Der Fall ist vom Gericht als vertraulich eingestuft worden. Ich fasse es nicht. Hier? In Adrianopolis? Nein, in Russland. Ein Unionsbürger namens Wassili Bogdanow wurde in Odessa ermordet. Wo zum Teufel ist Odessa? Das ist eine Hafenstadt am Schwarzen Meer. Ich soll dir doch bestimmt von dem Mordfall erzählen, oder? Klar, lass kein blutrünstiges Detail aus. Okay, der Mann ist mit einer Handfeuerwaffe ermordet worden. Was ist das? Man kann doch schlecht seine Hand anzünden. Nein, Süße. Das ist eine Waffe, die man vor ungefähr einem Jahrhundert benutzt hat. Diese alten Waffen funktionieren durch eine Explosion in einer winzigen Kammer. Und dadurch wird eine Kugel, ein kleines Metallstück, mit hoher Geschwindigkeit auf ein Ziel geschleudert. Oh Phoenix, fang nicht wieder an, alles so umständlich zu erklären. Geht das nicht auch einfacher? Okay. Eine Handfeuerwaffe. Macht viel Krach, tut furchtbar weh und kann dich töten. Oh, eine dieser barbarischen, schmerzhaften Waffen. Was hat er überhaupt in einem Schurkenstaat getrieben? Das weiß ich noch nicht.
aber ihm gehörte der Thing Store hier in der Pyramide. Kennst du ihn? Nicht, dass ich wüsste. Heute habe ich das naivste Mädel der Stadt kennengelernt. Ich frage mich, ob sie mir bei dem Fall überhaupt was nützt. Naiv? Inwiefern? Die Sorte süßes Dummchen. Unter anderen Umständen hätte ich sie wohl richtig goldig gefunden. Aber was meine Untersuchung betrifft, wird ihr Beitrag wohl eher vage bis beschränkt ausfallen. Wie heißt denn diese Blitzbirne? Sie heißt Alicia Cordoba und ich habe sie nicht Blitzbirne genannt. Sie erscheint mir nur ein wenig zu blauäugig, mehr nicht. Naja, vielleicht solltest du ihre Aussagen ganz genau abwägen. Sie könnte dich vielleicht unbeabsichtigt in die Irre führen. An deiner Stelle würde ich meine Zeit nicht mit ihr verschwenden. Da bin ich nicht so sicher, Sandra. Sie könnte wichtige Dinge über den Fall wissen, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Und es ist meine Aufgabe, sie ihr zu entlocken. Julius treibt mich in den Wahnsinn. Warum? Was hat er jetzt angestellt? Er hat meinen Schlüssel versteckt und meinen PA weggeworfen. Glücklicherweise habe ich meinen PA gefunden, aber nicht den Schlüssel. Ich musste einen Trick aus einem alten Film anwenden, um an mein Zeug zu kommen. Ich verstehe nicht, warum sich überhaupt jemand in eurem Büro mit ihm abgibt. Nun, es heißt, er hätte einem Direktor während eines Aufstandes in der Anfangszeit der Akademie das Leben gerettet. Das weiß ich ja, aber es erklärt doch lange nicht, warum er immer noch ein Student der Akademie ist und nie zahlt. Wie alt ist er jetzt? Weiß ich nicht, aber er sieht steinalt aus. Und er redet nur noch sinnloses Zeug daher. Ich glaube, er wird senil. Hey, könnte Chief Dagmar eine Affäre mit dem alten Julius haben? Vielleicht wischt er ja deshalb immer noch die Böden. Oh, Sandra, glaubst du wirklich, Chief Mawson würde mit einem Hausmeister schlafen? Warum nicht? Vielleicht hat er ja was, wovon wir nichts wissen. Dieser Mordfall wird immer komplexer, Sandra. Jetzt muss ich auch noch diesen falschen Friedensoffizier finden. Ein Hochstapler? Schieß los. Alicia Cordoba behauptet, dass schon vor mir ein Friedensoffizier im Thing Store war und Fragen über Bogdanov gestellt hat. Hey, vielleicht hat ein junger zentralamerikanischer Kollege dort herumgeschnüffelt. Wie heißt er noch gleich? Don Juan? Don Juan, ja sicher, wirklich witzig. Nein, Julio war es nicht. Alicia war sich sehr sicher bei seiner Beschreibung. Ich weiß, dass es nicht Julio war. Er hätte sich Dagmars Befehlen nie widersetzt. Ach ja, Dagmar, die Grausame. Du sollst sie nicht so nennen. Sie ist nicht grausam. Sie ist halt nicht besonders umgänglich. Das ist alles. Wie auch immer, ich mag nur ihre Art nicht. In keinster Weise politisch korrekt. Heute habe ich einen tollen Anwalt kennengelernt. Der ist genau dein Typ. Ein Anwalt, der genau mein Typ ist? Wie heißt der Mann? Vielleicht kenne ich ihn längst. Sein Name ist Douglas D. Anderson. Er hat ein schniekes Büro im Geschäftsviertel. Du meinst den Douglas D. Anderson? Kennst du ihn? Ah, er ist einer der renommiertesten Anwälte von Adrianopolis. Und jetzt rate mal, wer einer seiner Mandanten war. Nein, sag bloß. Doch, Mr. Bogdanov. Er ist einer der teuersten. Wie hätte dein toter russischer Einwanderer sich den leisten können? Keine Ahnung, aber das werde ich bald raushaben. Und? Ist er heiß? Ja, ist in Ordnung. Blaue Augen, ein guter Körper. Also wirst du diesen Hengst von einem Anwalt wiedersehen? Ich denke schon. Ich habe bestimmt noch mehr Fragen an ihn. Ich rede nicht davon, ihm Fragen zu stellen. Ich rede davon, ihm an die Wäsche zu gehen. Sandra, du bist sowas von derb. Warum kannst du nicht mal länger als 30 Sekunden an was anderes als Sex denken? Willst du mich begleiten, wenn ich ihm das nächste Mal einen offiziellen Besuch abstatte? Ich könnte dich als meine Assistentin ausgeben. Ach, Blödsinn. Ich werde ihn auf einer meiner Partys treffen. Ich sollte mal eine Party nur für Anwälte schmeißen. Dann kann ich diesen Hengst selbst beäugen.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell sich die Gerüchte um den Fall Bogdanow verbreiten. Lass mich raten, er wurde nicht ermordet, er ist an Überanstrengung gestorben. Überanstrengung? Beim Training oder wie? So ungefähr. Er hat beim Matratzentanko einen Herzinfarkt gekriegt. Oh, ich hätte es ahnen sollen, Sandra. Ach, Phoenix, ich hab's doch nicht so gemeint. Also, habe ich recht? Nein. Im Gegenteil. Manche glauben, man hätte ihn wegen seiner Organe in Häppchen geschnitten. Bah, wie eklig. Wo hast du das denn gehört? Na, von den Mädchen im Think Store natürlich. Also ich weiß nicht, Phoenix. Wie kannst du nur irgendetwas ernst nehmen, was die drei dir erzählen? Aus der Ecke werden sicherlich noch mehr Gerüchte kommen. Oh, Sandra, wir haben so ein Glück. Redest du von Glück in der Liebe? Nein. Warum musst du eigentlich alles lächerlich machen? Ich meinte ein grundlegenderes Bedürfnis. Das Verlangen nach Sicherheit. Larissa Lukin hat mir von dem Chaos und der Kriminalität in Russland erzählt und all den anderen schlimmen Umständen, die dort herrschen. Ja, was hast du denn von einem Schurkenstaat erwartet? Willkommen in der Realität. Findest du nicht, dass wir Glück haben, in so einer ruhigen und stabilen Gesellschaft zu leben? Ich glaube nicht, dass das was mit Glück zu tun hat, Liebes. Immerhin hätten die Schurkenstaatler nicht solche fundamentalen Probleme, wenn ihre HDIs besser wären. Wir sind einfach überlegenere Individuen. Deshalb steht unsere Union über allen anderen. Und trotzdem, meine abgebrühte Freundin, für mich ist das Glück. Habe ich dir schon erzählt, wie der Tote seine bevorzugte Partnerin kennengelernt hat? Nein. Sind sie in der Einwanderungsakademie zusammengekommen? Ja. Woher weißt du das? Nur geraten. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Sexpartner in einem Drecksloch wie der Einwanderungsakademie zu treffen. Allein bei dem Gedanken bekomme ich Krätze. Wie kann man nur in so einer schmuddeligen Umgebung an Sex denken? Wovon redest du eigentlich? Das Gebäude ist makellos. Die Einwanderungsbewerber sind dazu verpflichtet, alles sauber zu halten. Sonst fallen sie durch. Ach, hör auf. Und was ist mit den Einwanderern selbst? Erzähl mir nicht, dass die makellos sind. Im Leben nicht. Ha. Findest du unsere Pyramide faszinierend, Sandra? Naja, ich finde die Läden in der Pyramide faszinierend. Aber wenn du mich fragst, sollten sie die Form ändern. Ach ja? Wie denn? Wie wär's mit einem Herz? Du spinnst. Larissa Lukin jedenfalls hält sie für das Größte seit der Erfindung des Rades. Sie fantasiert darüber, wie du über deine Männer fantasierst. Auf einen Einwanderer könnte sie schon recht beeindruckend wirken. Sie hat erzählt, dass sie von ihren Schlafräumen in der Akademie aus gesehen und davon geträumt hat, darin einkaufen zu gehen, als ob es was Unerreichbares gewesen wäre. Hat sie darauf gewartet, dass das Ding plötzlich Saltos schlägt, oder was? Ach Sandra, du kannst manchmal so herzlos sein. Du hattest wohl einen harten Tag, Phoebe. Ja, könnte man so sagen. Ich sag dir was. Heute Abend steigt eine coole Party und dahin nehme ich dich mit, damit du mal eine Weile abschalten kannst. Moment, von was für einer Party redest du genau? Ist das wieder eine von deinen Partys unter dem Motto der sexuellen Freizügigkeit? Du kennst mich doch. Immer für eine Überraschung gut. Ach, Sandra, ich falle auf diesen Partys immer auf wie ein bunter Hund. Das passt nicht zu mir. Nimm's leicht, Phoenix. Hast du noch nicht gemerkt, dass Freizügigkeit in ist? Außerdem, vielleicht hast du ja Glück. Also, was ist? Okay, überredet. Versuchen wir, den Alltag für eine Weile zu vergessen. Was für eine Party. Ich werde eine ganze Woche brauchen, um mich davon zu erholen. Von dem Krach habe ich Kopfschmerzen bekommen.
Das ist nicht Dr. Capellos Büro. Das ist nicht Dr. Capellos Büro. Das ist nicht Dr. Capellos Büro. Ach Mist! Ihr Türcomputer funktioniert nicht richtig. Er scheint keinen Strom zu bekommen. Er scheint keinen Strom zu bekommen. Ich sollte nicht einfach so gehen. Dr. Capello könnte entscheidende Informationen für meinen Fall liefern. Es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit. Das sollte ich schon hinkriegen. Vielleicht kann ich etwas tun, damit dieses Ding funktioniert. Auf geht's! Wie um alles in der Welt funktioniert dieses Ding? Mal sehen, ob das funktioniert. Au! Tut das weh?
Auf geht's. Mal sehen, ob das funktioniert. Nein, ich muss das reparieren, und zwar schnell. Auf geht's. Mal sehen, ob das funktioniert. Endlich. Das wäre schon mal erledigt. Mal sehen, ob ich den Rest hinbekomme. Auf geht's. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, ich hab's. Willkommen bei Sophia Capellos Büro. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin Phoenix Wallace vom Zentrum für Frieden und Sicherheit. Informieren Sie Dr. Capello, dass ich hier bin. Officer Wallace, Sie haben zurzeit keinen gültigen Termin. Möchten Sie einen vereinbaren? Informieren Sie Dr. Capello, dass es um offizielle Friedensangelegenheiten geht. Bitte warten. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Treten Sie ein. Hm, 78. Gar nicht mal schlecht. Sie scheint wirklich zu wissen, wie man Leute dazu bringt, ihr Innerstes nach außen zu kehren. Schau an, schau an! Die weltberühmte Klassifikation der menschlichen Persönlichkeit von Dr. Derek Fisher. Also Phoenix, wo passt du hinein? Was für ein fantastisches Kunstwerk! Durch diese sanften, atmosphärischen Bewegungen fühle ich mich ganz entspannt. Es passt perfekt in die Umgebung. Wow, was für eine schöne Dekoration! Ich wünschte, ich hätte so eine in meinem langweiligen Apartment. Sie würde es sicher ein wenig aufhellen. Das ist sie, Dr. Capello. Guten Tag, Dr. Capello. Ich bin Phoenix Wallace und Senior Officer vom Zentrum für Frieden und Sicherheit. Guten Tag. Nehmen Sie Platz, Miss Wallace.
Ich nehme an, es geht um Mr. Bogdanov? Ich fürchte ja, Madam. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Natürlich. Vielen Dank, dass Sie mich so kurzfristig empfangen, Dr. Capello. Ich werde Ihnen nicht viel von Ihrer Zeit rauben. Aber gern. Wie kann ich helfen? Wissen Sie, ob Mr. Bogdanov NRO-Verpflichtungen hatte? Soweit ich weiß, nicht. Gibt es Grund zu der Annahme, dass er eventuell wegen einer NRO-Verpflichtung dort war? Um ehrlich zu sein, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hatte nur ein paar Sitzungen mit ihm. Das erste Mal vor 7 Wochen. Wann war seine letzte Sitzung bei Ihnen? Die letzte Sitzung fand vor 3 Wochen statt. Sie meinen, er hat Sie in der Zwischenzeit nicht wegen neuer Termine angerufen? Oder Termine verpasst? Er hat einige Termine abgesagt. Er sagte, er hätte sehr viel zu tun. War Mr. Bogdanov objektiv, was sein Sexleben anging? Sie meinen, ob er ohne Übertreibungen darüber sprach? Ja. Konnte er wahrheitsgemäß über seine sexuellen Erfahrungen reden? Um ehrlich zu sein, ich kannte ihn nicht gut genug, um das zu beurteilen. Er hatte jedoch Schwierigkeiten, über Sex zu sprechen. Wenn er es doch tat, kam es mir vor, als würde er angeben. Warum glauben Sie, dass er angab? Ich mache das hier schon recht lange. Nach meiner beruflichen Erfahrung tun das alle. Hatte Mr. Bogdanov außer Miss Lukin noch weitere Partner? Ja, die hatte er. Er war mit dieser Lehrerin beim Zentrum für Kindesentwicklung liiert. Kennen Sie ihren Namen? Ja, ich glaube, sie heißt Katina Stavropoulos. Können Sie mir etwas über seine Beziehung zu dieser Frau sagen? Ich erzähle Ihnen, was ich weiß. Als Lehrerin beim ZKE besitzt Miss Stavropoulos starke Mutterinstinkte. Sie konnte Mr. Bogdanovs Frust mit den Problemen ihrer Schüler beim Erwachsenwerden vergleichen. Ich glaube, sie sah Mr. Bogdanov als Kind, das versucht, die Erwachsenen der Weltunion nachzumachen. Sie wollte sich genauso um ihn kümmern, wie sie das mit den ihr anvertrauten Kindern beim ZKE macht. Glauben Sie, dass diese Fürsorge Mr. Bogdanov gut tat? Es sah zumindest danach aus. Er suchte verzweifelt nach Aufmerksamkeit, und die bekam er. Ich verstehe jetzt, dass er diese Art Aufmerksamkeit vorher nie erfahren hat. Sie meinen, als er in Russland war? Während er dort aufwuchs? Ganz genau. Ich habe heute genug von Ihrer Zeit in Anspruch genommen, Dr. Capello. Können wir später weitermachen? Ganz wie Sie wünschen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Bogdanov hatte also eine Geliebte beim Zentrum für Kindesentwicklung. PA, markiere das Zentrum für Kindesentwicklung auf meiner Navigationskarte. Hey, du meldest dich gar nicht mehr. Ist es so schwer, deinen PA zu öffnen und mich anzufunken? Sorry, Sandra. Dieser Fall laugt mich total aus. Ich weiß. Ich lade dich heute Abend zum Essen ein, okay? Aus welchem Anlass denn? Mein Geburtstag war vor 3 Monaten. Ich weiß. Ich will nur das Neueste über deinen Fall hören. Sonst nichts. Ah, verstehe. Versuchst du, einen Friedensoffizier zu bestechen? Genau das.
Na, immerhin bist du ehrlich. Kennst mich doch, Kleine. Gegen 8 im Café? Klar, bis dann. Eine Nachricht von Jean-Michel. Ich habe länger nichts von ihm gehört. Wahrscheinlich hat er es nötig, sonst würde er mich nicht einladen. Auch egal.